Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mission Race. Doch statt sich auszuruhen, wie ich es jetzt in diesem Moment gemacht habe, waren wir ziemlich fleißig diesen Monat, viel trainiert, viel ausprobiert, Rennen gefahren. Weitere Supporter sind dazu gekommen, doch seht selbst. Viel Spaß! Warum geht der Lüfter nicht? Wir sehen, das ist eine ganz andere Charakteristik, ein ganz anderes Motorrad plötzlich. Feuer frei. Ich stehe wieder in Bielstein in Belgien in dem Enduro- und Trail-Gelände und ja, jetzt haben wir 11 Uhr. Um 13 Uhr habe ich den nächsten geschäftlichen Telefonanruf zu erledigen. Das heißt, ich habe jetzt 2 Stunden und mein Plan ist, diese 2 Stunden ja, relativ durchzufahren, ohne groß Pause zu machen. Am Motorrad habe ich nicht viel verändert. Nach wie vor die Metzler Soft-Reifen drauf mit dem Mousse, die ich beim letzten Mal schon vorgestellt habe und werde da einfach auch noch mal ein bisschen weiter rumprobieren, wo da die Grenzen sind. So, 24 Minuten sind um. Kleine Schraubereinheit, bin eben umgefallen. Wieder in den Stein, wo ich mir beim letzten Mal die Bremsarmatur abgebrochen habe. Diesmal alles heil geblieben. Ist aber alles ein bisschen verdreht. Das fixe ich kurz. Und dann habe ich euch ja gezeigt, der S3-Hebel, der hat verschiedene Bohrungen. Den werde ich jetzt noch ein bisschen weiter nach hier setzen. Ich habe es ja beim letzten Mal schon erzählt, ich habe nicht ganz so große Füße. Und damit spiele ich jetzt rum, weil ich jetzt die Möglichkeiten mit diesem Hebel habe. Setz sie mal noch ein bisschen näher ran und schau mal, ob mir das für die Abfahrten hilft. Hier natürlich auch alles dabei. Gute Weberkiste. Mit dem Backyard Designs Dekor. So, 8er T. Moin zusammen. Ich begrüße euch, wir begrüßen euch aus der Area 39. Heute mit kleinem Prolog-Training mit professionellen Trainern. Mit Ralf
kennt ihr schon, nicht nur Unterstützer von Mission Race, sondern auch ein jahrelanger Freund. Und dazu Tristan. Ich bin auch dabei. Der ist auch dabei, der uns ein bisschen beipulen soll, wie wir im Prolog überleben wollen sollen. Die Jungs ziehen sich schon um, ich bin schon wieder zu spät dran. Hier, Thorsten. Moin Leute. Thorsten, was erhoffst du dir heute vom Training? Nicht vom Moped zu fallen. Hey, Scherz beiseite. Also ich hoffe mir, dass ich ein bisschen mehr Technik erleben werde. Umsetzen üben. Es gibt so viele Sachen, die noch auszureifen sind bei mir, aber wir gucken mal, was kommt. Richtig cool finde ich, dass Anne heute auch mit dabei ist. Hallo. Hi. Anne. Anne fährt ja selber nicht, aber hat gedacht, sie guckt sich das heute mal an. So sieht's aus. Ich habe gar keinen Plan. Ich will einfach mal wissen, was hier so los ist. Anne ist sozusagen die gute Seele im Hintergrund, kümmert sich um die organisatorischen Dinge bei uns. Und ja, finde ich cool, dass sie heute auch dabei ist. Wenig gegengesetzt, da waren wir vorne dran, oder? Das war vorne, aber relativ weit hin. Ja, nach dem ersten Einrollen, der ersten Übung, sind wir jetzt hier in der Sektion Prolog und Tristan zeigt uns jetzt mal, wie das funktioniert. Das war scheiße! Naja, drüber ist drüber! Ja, wir haben jetzt Mittagspause. 14 Uhr durch. Ja, macht echt Spaß, super Wetter. Ja, und ich muss sagen, Wahnsinn, wie analytisch Tristan da an die Sache rangeht und uns Tipps gibt, wie wir stehen sollen, wo wir die Füße haben, wo der Körper stehen muss. Und ja, also mir hat es auf jeden Fall jetzt schon richtig viel gebracht. Hast du schon was gelernt? Nee. Doch, also mit Tristan und Ralf hier so ein kleines Produkttraining zu machen, ist erste Sahne. Ist natürlich auch, kann man nicht oft kriegen. Da schätze ich mich auch sehr glücklich. Sag schon mal Danke an Ralf. Jetzt im Vorhinein schon. Ohne ein Fazit gezogen. Wir sind noch nicht fertig. Wenn du alles unter Kontrolle hast, bist du einfach nicht schnell genug. Ja, das stimmt. Nein, richtig toll. Und natürlich lernt man was. Ist natürlich immer schwer, so schnell umzusetzen, aber das nehme ich mit nach Hause. Und wir machen noch weiter. Wir machen noch ein paar lustige andere Geschichten. Ich denke, dass wir jetzt mal ein bisschen Steinfelder machen. So Steine. Und umsetzen steht auch noch auf dem Zettel. Ja, dann lassen wir mal einen Helm anziehen und geht's weiter. So, jetzt sind hier zwei Löcher frei. Hab den sozusagen nach hier hingesetzt. Mal gucken. Ja, fühlt sich erstmal gut an, aber wichtiger ist, wie es sich in der Praxis anfühlt. Deswegen direkt weiter. Warum geht der Lüfter nicht?
Ich bin oben. Nicht schön, aber selten. Aber ich bin diese Auffahrt noch nie hochgefahren vorher. Also zwei Sachen. Zum einen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt jetzt, Reifen und Moosgummi, die Paarung hilft euch bei sowas. Mit so einem Standard-Enduro-Reifen braucht man es, glaube ich, hier gar nicht probieren. Und dann ist auch immer wichtig, sich einen Plan zu machen, Hilfe zur Selbsthilfe, sich selbst geben zu können, zu überlegen, wie gehe ich jetzt vor, ohne zu riskieren, dass man irgendwie die Karre runterschmeißt. Ja, das muss ich auch noch lernen hier und da. Deswegen bin ich jetzt happy, dass es geklappt hat. Puls hier oben war bei über 160. Maximalpuls von mir ist 175, könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen. Kurz durchschnaufen, weiter geht's. Bei den Romanex gibt es auch keine Pause zwischendurch. Trinken auch immer sehr wichtig. Heute bin ich mit einem kleinen Gepäck unterwegs, dem Weber Werkholix. Trinkrucksack ist eher ein kompakter, da kann man nicht viel Werkzeug und so reinstecken für einen kompletten Tag, aber für so Trainingstage wie heute, wo man am Fahrerlager ist, perfekt. Auch zum Mountainbiken. Ist hier oben verlinkt. Schaut es euch einfach mal an. Lohnt sich. Hallo Andi. Moin. Na du Wemser, alles fit? Was hast du vor mit mir? Ja, lass dich überraschen. Oh, schon hart werden. Ja, bin gespannt. Ich fahr ein bisschen Enduro Richtung Hänge, ne? Ja. Und ich stelle mir jetzt noch ein bisschen die Auslaststeuerung ein, weil ich das Gefühl habe, dass hier untenrum so ein bisschen schwach ist. Ja genau, ein bisschen mehr Drehung mit verleiten. Ne? Also 7 Umdrehungen ist ganz reingerätselt bei 3, 4, 5. So lassen wir das jetzt mal. Sieht nicht viel aus, aber du wirst sehen, das ist eine ganz andere Charakteristik, ein ganz anderes Motorrad plötzlich. Okay, krass. Sauber, Junge. So, wir haben uns jetzt mal einen coolen Spot gesucht hier, der Andi und ich. Stilles Örtchen. Müssen noch ein bisschen schnacken. Der Andi unterstützt mich ja so ein bisschen. Also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel. Von ZAH Racing aus Mal mit seiner Frau Martina. Die ganze Situation, wie wir uns kennengelernt haben, war leider ein bisschen blöd. Ja, mein Vater ist ja gestorben 2014. Dann haben wir 2015 das erste Against Cancer Enduro gemacht. Und ich habe einfach mal beim Andi gefragt, ob er uns für die Tombola so ein paar Sachen geben könnte. Und der fand unsere Aktion sofort total geil, weil sein Vater auch mit dem Thema Krebs leider behaftet ist oder war. Ja. Und daraus ist dann eine ganz große Geschichte entstanden. Die haben dann 2015 beim ersten Against Cancer Enduro sofort einen Testtag gemacht. Beta-Testtag, ganz genau, mit Makrocars aus Hamm zusammen. Genau, mit Maxi. Genau. Mhm, genau. Und jeder, der die Karre oder eine Karre getestet hat, hat dann 10er in die Kasse gehauen und das ist dann auch mit in den Spendentopf gegangen. Kam ordentlich was zusammen, genau. 2019 haben wir dann die dritte Auflage vom Against Cancer Enduro gemacht. Da gab es dann bei der Tombola als Hauptpreis ein 50er Beta-Moped. Ja. Das kannst du auch noch was zu sagen? Mhm, genau, das haben wir netterweise von, hat der Frank Schröder vom Beta Deutschland netterweise eingestellt. Eine 50er Beta Enduro. Neufahrzeug, kann man die Tombola als Haupt gewinnen und dafür eine klasse Sache. Ne? Ja. Ja. Und jetzt steht da zur Debatte, dass der Korken zu den Romaniacs fährt. Und mit einer Huserberg ist schwierig, weil alt und schwer. Und dann bin ich zum Andi gefahren, ganz spontan, der wusste da gar nichts. Und dann habe ich den so ein bisschen vors Knie getreten und habe gesagt, Andi, ich brauche ein Moped. Ist jetzt eine Beta RR 300 geworden. Mhm. Da spielt der Andi und seine Frau Martina natürlich eine ganz große Rolle, dass ich überhaupt mitfahren kann, weil das ist natürlich auch ein Kostenpunkt, brauchen wir nicht drum reden. Und
Ja. Genauso gut muss man sagen, Beta Deutschland, ne, oder beziehungsweise Beta Italien. Ne? Genau. Die das hinterher letztendlich ermöglicht haben. Wir haben den Vorschlag gemacht, haben gesagt, pass auf, die Aktion, haben da ein bisschen was zu geschrieben und wie gesagt, Frank Schröder fand die Sache wohl ganz okay oder in Ordnung und der Dustin Röhrig, jetzt Beta Außendienst, ehemaliger Mitarbeiter von mir, hat sich da auch nochmal richtig reingekniet, hat die Sache auch vorgetragen in Italien und ja, die haben was abgesegnet und letztendlich ist der Korken jetzt so eine Beta R300 gekommen. Mit Unterstützung halt. Ne? Und da sage ich nochmal vielen, 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 vielen Dank. Klasse Sache, ja. Finde ich richtig toll. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man sowas macht, weil ich glaube, da kommen ganz viele Leute und fragen, kannst du mal und hast du mal und kann ich wo kriegen und so. Und ja, natürlich ist das Thema Krebs immer eine scheiß Sache, aber umso geiler ist es, dass sie uns unterstützen. Da nochmal vielen Dank. Und komme ich durch? Auf jeden Fall. Oder kommt das Moped durch? Ja, ihr beide kommt durch. Alles klar, danke. Okay. So, wie ihr seht, 2 Stunden Spaß gehabt. Andi hat mich ein bisschen nass gemacht. Andi, wie habe ich mich angestellt? Gut, sehr gut. Respekt. Ja, dafür, dass ich im Januar angefangen bin, nach 5 Jahren, ist wieder ganz gut, oder? Alles gut, super. Es läuft. Nimmst du noch ein paar Mal mit und dann klappt das, oder? Machen wir. Alles klar, danke. Ciao. Andi. Ja, sowas gilt es auch immer wieder mal zu üben. Die Red Bull Romanics fährt schließlich mit dem Prolog an. Jetzt hat es 2-3 Mal geklappt, fast komplett rüber zu fahren. Also das geht ja noch ein paar Meter. Und ja, muss man einfach immer wieder üben. Kann man aber auch gut zu Hause in der Einfahrt üben. Muss ja nicht immer so hoch sein. Holzbrett, Balken, einfach auf der Linie bleiben, Bordstein. Moin Party People, ich bin jetzt auf dem Weg zum Mopepark oben bei Bremen. Da gibt es heute einen OAS-Lauf von der Offroad Scramble-Serie. Mir geht es einfach nur darum, wieder ein kleines Rennen mitzunehmen, 2 Stunden durchballern. Ja, gucken wir mal, was da geht. Guck mal hier, der geile Ingo ist auch mitgekommen. Moin Inge. Oh, moin Korken. Zum Glück ist es heute nicht so warm. Sind nur gefühlte 28 Grad. Hast du dich gut vorbereitet, Ingo? Ja, natürlich. Ich habe mich vorbereitet. War gestern Morgen noch 1000 Meter schwimmen, 5 Kilometer laufen. In Wahnsinn. Einer Bestzeit abgeliefert. Ja. Ich habe gestern mal meinen Sport abgesagt, weil ich mit den Kindern noch in den Pool musste. Family geht vor. Ich bin heiß. Durchfahren 2 Stunden, nicht hinfallen, nichts kaputt machen. Montag wieder arbeiten, alles gut. Gleich Fahrerbesprechung und dann geht das los. Aufgeregt ist er. 146er Puls. Hey. Wir machen genug. Feuer frei. Fehlen die Worte. Ich bin kaputt gespielt, 2 Stunden amtlich abgeliefert, alles gut gelaufen, nicht gestürzt, durchgefahren. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Platzierung sagt. Ich musste nach Viertelstunde muss ich einmal 5 Minuten Pause machen oder 2. Da habe ich ein bisschen zu viel Gas gegeben und nach einer Stunde 20, glaube ich, ist mir einer in die Seite gekippt. Da musste ich so ein bisschen um Luft ringen. Die Pause hat mir gar ganz gut getan und da bin ich tatsächlich noch mal vernünftig durchgefahren, sauber gefahren, habe so ein bisschen mehr auf Linie geachtet.
Aber schon anstrengend, 25 Grad. Ist doch noch schwierig geworden. Ja. Und Brett auch. Strecke war ziemlich zerbombt. War zwar super gewässert, super an den Ruppepark, danke für so eine coole Strecke. Nichtsdestotrotz war es mega schwierig, weil ja, im Wald war es schon ziemlich ausgeballert. Aber ja, wir sind heil angekommen und jetzt gehen wir ein Bier trinken. Jetzt gehen wir ein Bier trinken und ich esse mir ein schönes Eis. Und da haben wir gleich die nächste Stelle. Ihr werdet euch denken, hä? Aber hier möchte ich jetzt diese Pivot-Turns üben. Richtig gut gelingen mir die meistens im Wald auch nicht, weil ich es auch immer nie bewusst übe. Habe ich bei Paul in den Videos gesehen, was er mit Kevin Gallas geübt hat. Versuche jetzt auch einfach mal anzuwenden, einfach an der Stelle. Immer nur diese Wenden. Also hier würde ich sagen, waren Fortschritte da. Am Ende sogar in beide Richtungen mal geschafft, sozusagen den Schwung mitzunehmen, gar nicht nach dem Pivot-Turn stehen zu bleiben, neu anfahren zu müssen, sondern gleich weitergerollt. Das hilft dann natürlich beim Weiterfahren am Hang. Ist einfacher, als wenn man am Hang ansteht. Ja. Und ihr habt gesehen, auch hier, man braucht nicht viel. Da kann man vielleicht auch irgendwo am Feldrand oder sonst üben, ohne Leute zu nerven. Ja, das sind meine Aufgaben. Leute, guckt mal. Ich habe Post bekommen. Visuals und Gigagraphics unterstützen uns bei Mission Race. Mit Dekoren für die Romaniacs. Und wie das aussieht, das seht ihr bald. So, ich bin jetzt fertig mit Plastiks und Dekor dran bauen und dran kleben. Was eine Arbeit. Das ist aber auch noch nicht die letzte Version von den Dekoren, weil die Firma Langscheid hat sich auch noch dazu entschlossen, uns zu supporten. Wir kriegen noch einen Kettensatz und werden komplett mit Bremsbelägen ausgestattet. Das heißt, Safety is first und uns kann nichts passieren bei den Romaniacs. Das finale Dekor seht ihr dann im letzten Vlog auf dem Weberwerke-Kanal. So, jetzt nochmal 10 Minuten geballert, nochmal ein paar schwierige Sachen gefahren. Leider war der GoPro-Akku dann leer, deswegen konnte ich euch nicht überall mitnehmen. Aber zum Ende sozusagen jetzt die Muskeln nochmal leer gepumpt. Und ja, Fazit, also Reifen, Mousse funktionieren super. Der Reifen sieht so aus. Also man sieht, dass hier schon noch rund ist und hier an den Seiten, ne, klar, reißt es ein bisschen. Aber man muss hier halt auch sagen, viele scharfkantige, spitze Steine. Hat man in Rumänien auch, aber nicht ganz so viel. Und vorne bin ich auch begeistert, wie viel Grip der Vorderreifen hat beim Bergabfahren, beim Fahren am Schräghang. Und das hat mir in der Vergangenheit immer Schwierigkeiten gemacht. Schnell noch zur Bremse gesagt. Hat mir jetzt besser gefallen, weil ich einfach noch ein bisschen mehr Auflagefläche mit dem Fuß habe, dadurch ein bisschen mehr Gefühl habe. Das war's von mir aus Bilstein von heute. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen zu den Red Bull Romaniacs, verfolgt unser Projekt weiter. Bleibt dran. Zwei Sachen möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Zum einen meinen Anhänger. Der war nämlich bei Jonas Maczek und seiner Like Factory. Und jetzt ist er auf jeden Fall noch auffälliger. Wir wissen nämlich nicht genau, wie wir, in welcher Fahrzeugkonstellation, wer mit wem und womit nach Rumänien fährt. Aber so sind wir auf jeden Fall gewappnet. Und den zeige ich euch jetzt mal. Ja, da steht das gute Stück. Guckt nicht so auf die Felgen, die kommen nochmal. Hier auf jeden Fall mein Männchen, mein Slogan, die Nummer und hinten drauf finde ich sehr gelungen, auffällig und hier die Sponsoren, gefällt mir. Dann gucken wir doch mal rein, das ist nämlich die zweite Sache, die ich euch zeigen möchte und zwar liegt hier schon das Dekor für den Rumänien-Einsatz mit allen Sponsoren, Weberwerke, hier mein Männchen Otema, BOT, Intact, Giga Graphics, super Arbeit geleistet. So, jetzt muss ich das Dekor nur noch aufs Bike kriegen.
Dazu fehlt mir aber sowieso noch der neue Plastiksatz. Und wie das fertige Bike für die Romaniacs dann aussieht, seht ihr auf jeden Fall auf diesem Kanal im nächsten Vlog. Bis dahin, wir sehen uns auf der Strecke.